In der Pause bekomme ich einen Anruf. An einer Grundschule soll es einen Zwischenfall gegeben haben. Ein deutscher Junge wurde von den muslimischen Mitschülern durch die Schule gejagt, weil er gesagt hat, dass er nicht an Gott glaubt. Ich will den Jungen sprechen. Michael heißt er, seine Mutter ist Deutsche, der Vater Türke. Ich treffe den 10-Jährigen bei einer Klassenkameradin zu Hause. Also, ich bin in die Schule gekommen. Und dann haben alle mich abgefragt erstmal, bist du Deutsche, bist du Türke, bist du Araber? Und alle haben immer gesagt, du siehst eher aus wie so ein Deutscher. Habe ich gesagt, ich bin auch ein Deutscher. Und irgendwann ist rausgekommen, dass ich nicht an Gott glaube und so. Und dann wollten alle auf mich losgehen, wollten mich schlagen und so. Und dann haben es gibt mehrere Klassenkameraden, die erzählen irgendwas weiter immer. Zum Beispiel Bieleit, der hat weiter erzählt, 6 Klässlern und 5 Klässlern, dass ich nicht an Gott glaube. Und dann sind die mir alle hinterhergerannt. Einmal ganz durch die Schule, dann kommen die von der einen Treppe und von der anderen. Konnte ich nichts machen. Das heißt, die haben dich einfach gejagt, die wollten dich hauen, weil du gesagt hast, du glaubst nicht an Gott? Ja. Aha. Passiert sowas öfter? Ja. Wie ist das, Selina? Macht man da einen Unterschied? Dass die Schüler sagen, na, du bist ja eine Deutsche, oder ist das denen egal? Oder? Also manchmal sagen sie zu mir, ich bin eine Deutsche und hier, dass sie mich dann gleich so auslachen, beschimpfen und so, wie bei Michael. Andere sind ja immer Muslim und sie fragen mich, warum ich keine Muslimin bin. Da habe ich gesagt, ich bin eine Christin und das haben die anderen da was dagegen, wenn ich Christ bin. Was sagen die dagegen? Du scheiß Christe und so. So was sagen die zu dir?